Wir gehen in eine andere Kategorie. Liebe Zuschauer, wieder ein Stückchen höher klettern wir, was die Leistung angeht. Ganz bestimmt mit Julia Obertas und Dimitri Palamarchuk aus der Ukraine. Siebte und sechste der Europameisterschaften 98 respektive 99. Und da kommt der gute Max Krieger mal wieder zu Ehren. Ja, ein bisschen schade, dass am Anfang nicht alles optimal lief, vor allem für und bei Julia Obertas, deren Cousine wir vorhin schon gesehen haben, Jevgenia Filonjenko für Georgien. Aber dann haben sie sich gefangen, die beiden, kann man wohl sagen. Ja, auf jeden Fall, und nichtsdestotrotz muss man sagen, dass ein Paar mit enormer Zukunft, mit wahnsinnig viel Potenzial, haben schöne Linien, haben Schwung und technisch auch eigentlich sehr souverän in den Elementen, sah man beim dreifachen Wurfsalcho, sah man leider nicht heute bei dem einfachen Sprung, aber ich denke, das kann auch den beiden passieren. Sie haben gezeigt, dass sie auch ihre Programme nach Hause laufen können, wurden zweimal Juniorenweltmeister in den Jahren 98 und 99. Hier nochmal in der Zeitlupe der dreifache Tulop. Im Hintergrund eben Julia Obertas mit dem Sturz, Dimitri Palmarchuk landete sicher. Sehr hoch. Ja, auch da kommen den beiden natürlich die Hebeverhältnisse zugute. Julia Obertas mit 1,50 Meter. Er wirkt sehr groß und ist doch nur 1,73 Meter. Ja, das natürlich sicherlich auch wegen der wirklich recht zierlichen Partnerin, die aber neben ihm absolut nicht zu klein wirkt, sondern die beiden wirken auch in den größeren Verhältnissen durchaus harmonisch. Trainieren in Dnipropetrovsk und in letzter Zeit auch in den Vereinigten Staaten. Wie so viele, die das Glück in den USA suchen, dort auf bessere Trainingsverhältnisse hoffen, sie mitunter auch vorfinden, aber nicht immer. Sie hat, das merkt man jetzt schon, Persönlichkeit, die sie noch nicht ganz so zum Tragen bringen kann.
Das wird noch kommen in den nächsten Jahren, ganz bestimmt. Sie ist noch wirklich sehr, sehr jung. Jahrgang 84, Julia Obertas. Und die beiden sind noch knapp vor Kautz Jeschke, jetzt auf Rang 5. Und das geht, denke ich, so in Ordnung. Ja, ich denke, das kann man so unterschreiben, die beiden sicherlich in ihrem technischen Potenzial noch höher einzuordnen als die beiden Deutschen und reihen sich eben hier auf dem fünften Rang ein. Das ist sicherlich eine richtige Entscheidung der neuen Preisrichter.